Beginn der Frühschicht auf der Inspektion 5. Bevor Hektik ausbricht, hat Polizeihauptkommissarin Cornelia Bauer noch eine Bitte an Kollege Paul Richter. Schnecke! Paul! So, ein Käffchen. Hör mal, ja. Du sollst dein Essen beschriften. Neue Essen Vorschrift. Schon. Ja, weil da ist irgendwie immer was weggekommen und sollst ein Aufkleber oder mit Edding was draufschreiben. Ja, du hörst mir wieder zu, ne? Ja. Hör mal, ich hab ein Anliegen. Können wir nächste Woche Dienst tauschen? Mittwoch? Müsste ich nachgucken, aber müsste eigentlich hinhören. Ich glaube, ich hab nichts. Doch, der hat eine Aufführung, die würde ich gerne mitbegleiten, wenn es geht. Ja, lass das machen. Ich pass auf, frage mal Chef. Ausfragen, ne? Ja. Genau. Ich geh einmal mal ruhig. Ja, komm, wir gehen. Ich müsste eigentlich klappen bei mir, das ist echt kein Problem. Was passiert jetzt damit? Das ist jetzt schon der dritte, vierte Fall, den wir da mit den Geldbörsen haben. Und ich glaube, da ist eine neue Trickbetrügermasche irgendwie. Also okay. Da müssen wir auf jeden Fall in der Straße noch mal gezielt dranbleiben. Ja. Kann ich kurz unterbrechen? Ich wollte mit Conny tauschen am Mittwoch im Dienst, dass ich ihren übernehme. Paul. Ja. Weißt du, was ich den ganzen Vormittag gemacht habe? Den Dienstplan geschrieben. Und jetzt kommt ihr hier an. Machst du doch gerne. Ja, Töchterchen hat eine Aufführung, die würde ich gerne sehen. Ja, für wann? Spätdienst. Mittwoch Spätdienst. Ja. Ja. Gut. Aber nur wenn du mir versprichst, dass es das letzte Mal diesen Monat war. Ja, ja. Ich mach. Ja, klar. Na, ich meine, letztes Mal. Er macht ja für mich. Ne? Okay, ich schreib's neu. Gut, danke. Eigentlich habe ich da auch noch nächste Woche eine Veranstaltung, aber. Ich glaube, das kann ich mir. Glaube ich nichts. Kann ich mir abschminken. Ja, wie er jetzt gerade drauf ist, auf jeden Fall nicht. Mhm. Einen guten Morgen, Kaffee, zu viel schlechte Laune Milch. Wir würden so viel getauschen. Ja, ist doch. Komm, ich gehe den Kopf auf. Mach mal eben die Tür auf. Kleines Mädchen, ne? Hallo, oder komm mal rein. Ich will ins Heim jetzt sofort. Ich habe auch meine Sachen mit. Was möchtest du? Ins Heim. Jetzt sofort? Warum das denn? Weil ich ins Heim möchte. Aber dafür muss es ja einen Grund geben. Ich will ins Heim. Warum geht das denn nicht? Wie heißt du denn? Anja Langen. Wie alt bist du? 11. Hast du vielleicht einen Ausweis dabei? Ja. Magst du mir den mal geben? Wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Zu Fuß. Nein, mit dem großen Koffer. Hm. Ich nehme mal mit hinten rein, ne? Mal hinschicken. Ich mach mal eine Anfrage. Hm. Komm, wir gehen mal runter. Das hat schon eine Schule sein. Ja, wir haben auch hier steigende Zahlen. Wir arbeiten natürlich diesbezüglich ganz eng mit dem Jugendamt auch zusammen, da tatsächlich auch die Kinder aus den Familien rausgenommen werden müssen. Und ich muss schon sagen, also in früheren Jahren war es nicht so oft, beziehungsweise vielleicht hat man da das Augenmerk auch gar nicht so drauf geworfen. Aber in der heutigen Zeit ist es schon wichtig, dass wir da auch zusammenarbeiten und dass wir da auch agieren können. Kümmern wir uns jetzt mal. Ja, zieh mal Jacke aus. Warm, ne? Okay, was ist da passiert? Als ich beim Bock springen wollte, bin ich unglücklich gefallen. Über den Bock gesprungen? Mhm. Und hier? Auch. Wann denn? Gestern. Ist zu Hause alles in Ordnung? Ja. Ganz sicher? Mhm. Und Papa und Mama jetzt zu Hause? Ja, die haben heute frei. Okay. Dann würde ich jetzt mal noch mal zu meinen Kollegen gehen. Ja, wartest du hier einen Moment? Mhm. Ja, ich bin gleich wieder bei dir. Ja, und hier mal eben. Was macht der Kleine? Die hat ja auch alles voll blaue Flecke. Ganz komisch, sie sagt einfach, sie will ins Heim. Sie wäre in der Schule über den Bock gesprungen und hätte sich jetzt hier, weil kannst du sehen, ne? Da muss einer zugegriffen haben. Ach, du schon. Ich habe mal geguckt, Kopernikusstraße 23 wohnt sie. Ja. Mit ihrer Mutter und dann wohnen da noch ein Mann, wahrscheinlich Lebensgefährte und ja, eine Tochter. Papa. Ach so. Ja, genau, und eine Tochter auch im Alter. Der heißt aber anders, oder? Ja, genau, der hat einen anderen Nachnamen. Okay, alles klar. Dann fahrt ihr? Zum Hinfahren. Ja. Dann überprüf mal, was da los ist. Ja. Kann ja normal sein, ne? Ja, wir fahren am besten mal hin. Eins ist sicher. Grundlos möchte das Mädchen sicher nicht in ein Kinderheim ziehen. Die blauen Flecken legen den Schluss nahe. Die Elfjährige hat in ihrer Familie möglicherweise Schreckliches erlebt. Du, die Kollegen, die fahren jetzt mal zu dir nach Hause, ja, und fragen mit deinen Eltern, was da los ist, beziehungsweise. Nein, meine Eltern sollen das nicht erfahren, vor allem mein neuer Papa nicht. Was ist denn mit deinem neuen Papa? Er soll es nicht erfahren. Ist Ärger mit dem? Mhm. Nee. Ganz sicher? Ganz sicher. Und der hat nichts damit zu tun. Mhm. Gut, dann musst du noch mal einen Moment warten. Willst du was trinken?
Ich muss mal eben noch mal zum Kollegen, ja? Und ich bin gleich wieder bei dir, Anja. Paul? Ich habe jetzt mit der Kleinen gesprochen und habe gesagt, er hat Streifwagen hinfährt. Und dann hat sie direkt allergisch auf den Stiefvater reagiert. Also die hat schon Panik irgendwie, ne? Wer ist denn da jetzt rausgefahren? Bitte? Wer ist denn rausgefahren? Becker, also derer? Ja, genau. Richtig. Stiefvater meinst du, oder? Ja, ich denke, dass irgendwas stimmt da nicht. Also die sind dazugezogen, ja, glaube ich, ne? Und sie hat jetzt tierische Panik vor dem Stiefvater. Also hat sie jetzt gerade so ein bisschen, und die hat alles vor blaue Flecken. Ach so. Die hat hier unten, das siehst du ganz klar, da muss irgendwie zugegriffen worden sein, ne? Ja, dann gebe ich das mal so weiter. Okay, mach das. Die 37 von 01. 15:37 hört. Ja, und gerade zur Kenntnis genommen, das hat uns die Anja von Dienststelle erzählt, dass da wohl vage in die Richtung des Stiefvaters zu ermitteln gilt. Das war alles ein bisschen verschwommen, aber die Tendenz stimmt. Ja, haben wir mit. Habe ich mir schon fast gedacht, mit dem Stiefvater, ne? Schönen guten Tag. Guten Tag. Sandera, mein Name. Sie sind die Frau Lang? Ja. Es geht um Ihre Tochter, Anja. Die sitzt gerade bei uns auf der Dienststelle. Dürfen wir mal reinkommen? Patrick? Ja? Beeil dich mal bitte. Ja, ich bin hier noch mal in der Dusche, komm gleich. Wer war das? Mein Lebensgefährte. Okay. Wir würden jetzt sowieso erstmal gerne allein mit Ihnen sprechen. Erstmal. Okay. Okay. Kommst du durch, bitte. Die Kollegin hat Ihnen das ja gerade eben schon gesagt. Ihre Tochter sitzt bei uns auf der Wache. Und es ist halt sehr ungewöhnlich, wenn ein 11-jähriges Mädchen auf gepackten Koffern bei uns bei der Polizei erscheint. Ne? Von daher ist natürlich die Frage, in welchen Verhältnissen lebt sie jetzt hier? Also ich wohne mit meinem Lebensgefährten Patrick seit 3 Monaten hier in der Wohnung. Wir sind 5 Jahre zusammen. Mhm. Wer wohnt hier noch? Meine Tochter Anja. Ja. Und seine Tochter Nadine. Patchwork-Familie. Genau. Aha. Aber gibt es da vielleicht Probleme mit Ihrer Tochter und dem Stiefvater? Nein, überhaupt gar nicht. Die verstehen sich gut. Von Anfang an. Ja. Eine weitere Problematik ist halt, dass wir an den Handgelenken der Kleinen blaue Flecke, Hämatome gesehen haben. Und das ist natürlich dann vielleicht auch nicht ganz normal. Für uns erst recht ein Grund, hier auch aufzutauchen. Also mir ist das schon aufgefallen. Ich habe sie auch darauf angesprochen. Und sie meinte, es wäre vom Sportunterricht. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Und ansonsten waren da auch keine Streitigkeiten mit ihrem Lebensgefährten? Nein, um Gottes Willen, nein. Stiefschwester. Die haben sich immer gut verstanden, ja gut, mit der Stiefschwester. Die normalen Streitigkeiten, die unter Geschwistern mal vorkommen, aber nichts Größeres. Okay. Aber ich möchte jetzt erstmal nach dem Koffer gucken. Wir kommen mal mit, ja? Ja, gerne. Auf den ersten Blick scheint es in dieser Familie harmonisch und geordnet zuzugehen. Doch was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, weiß niemand. Im Kinderzimmer erklärt Polizeioberkommissar Stefan Sendera der Mutter, wie ernst die Lage wirklich ist. Die Sache ist halt, hier liegt für uns eine Kindeswohlgefährdung vor, ja? Weil es ungewöhnlich ist, wenn der 11-Jährige bei uns auf die Wache kommt mit diesen gepackten Koffern und hat halt auch noch Verletzungen. Da müssen wir uns dann auch verstehen. Sie hat auch angegeben, dass sie am liebsten in einem Heim wohnen würde. Ja, sie hat gesagt, alles ist besser, als wieder nach Hause zu kommen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Schatz? Ja. Wo ist er? In Anjas Zimmer. Hallo, da sind Sie? Patrick. Patrick, wer? Und stellt sich eigentlich mit Nachnamen vor? So kenne ich das. Krüger. Patrick Krüger. Sendera, mein Name. Ja. Hallo. Moin, Becker. Hallo. Folgendes, warum wir hier sind. Ihre Stieftochter, die Anja, die sitzt bei uns auf der Wache mit gepackten Koffern und möchte nicht mehr zu Hause wohnen und hat Verletzungen am Armgelenk. Und da ist natürlich klar, dass wir wissen wollen, dass es ihr gut geht. Und darum sind wir hier und wollen die Wohnverhältnisse überprüfen. Was stimmt da zu Hause nicht? Und dann ist halt auch die Frage, wie ist das Verhältnis zu Ihnen als Stiefvater? Es ist gut, natürlich. Wie soll es denn sein? Das ist. Können Sie sich das vorstellen? Und da ist da irgendwie mal was vorgefallen? Hat sie mal was gesagt? Ist da mit Ihnen mal irgendwas gewesen? Da ist nichts vorgefallen, nee. Da gibt es keine Probleme. Wir verstehen uns super und eigentlich die ganze Familie versteht sich ganz gut. Ja. Also Sie haben keine Reibereien mit Anja? Nein. Noch tappen die Beamten im Dunkeln. Der Stiefvater scheint von der Aktion der 11-Jährigen genauso überrascht zu sein wie die Mutter.
Dann entdeckt der 40-Jährige etwas, das Licht in die Sache bringen könnte. Was wäre denn, wenn wir hier mal reingucken würden? Nein. Ja, ich meine... Schatz, das ist ein Vertrauensbruch. Ja, ich weiß, nein, aber es geht doch... Gib das her. Es geht doch von... Du bist schuld? Du zerstörst alles. Verschwinde. Das ist die Handschrift von Nadine. Nein. Nein, darf ich mal sagen. Also, wenn das jetzt wirklich die Schrift von der Nadine ist, also von seiner Tochter, von der Schwester der Anja, ich glaube, dann haben wir die Ursache eigentlich auch schon gefunden, oder nicht? Diese Streits und warum sie vielleicht ausgerissen ist. Sieht so aus zumindest, ja. Und du bist schuld, du zerstörst alles, verschwinde. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nadine das geschrieben hat und die Anja unerwünscht ist, dann frage ich mich natürlich, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Das heißt, wie lange kennen sie sich jetzt und wie lange kennen die beiden sich schon? Ja, wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen, leben seit 3 Monaten hier zusammen in der Wohnung. Ganz am Anfang haben wir uns nur alleine getroffen, dann haben wir die Kinder mit einbezogen. Wie lange kennen die beiden sich jetzt, die Anja und die Nadine? Ach, schon lange jetzt. Also bestimmt schon 3,5 Jahre. Aber leben halt erst seit 3 Monaten richtig zusammen. Ja, okay. Ich würde mal die Wache anfunken, ne? 1501 für 1537 kommen. Kommen 37. Ja, also hier in der Familie bzw. mit den Eltern gibt es erstmal keine Reibereien. Also hier scheint alles gut zu sein. Wir haben jetzt allerdings einen Brief gefunden, der anscheinend von der Stiefschwester, von der Nadine, kommen soll. Auf dem Brief steht: Du bist schuld, du zerstörst alles, verschwinde. Vielleicht könnt ihr mit der Anja noch mal sprechen, ob die dazu irgendwas sagt, ob da mit der Nadine irgendwas vorgefallen ist. Ja, nur eins verstanden, Levi. Was hat Neues? Ich habe mit 37 gesprochen. Ja. Die haben zu Hause mit deinen Eltern gesprochen. Die Eltern sind wohl sehr bestürzt, Anja, deine Eltern. Die haben nicht damit gerechnet, dass du dir jetzt irgendwie verschwindest. Das schien wohl auch ganz glaubwürdig rüberzukommen, was die uns da erzählt haben. Ja. Was aber aufgefallen ist, dass wohl ein Zettel aufgefunden wurde mit dem Inhalt und mit der Aufschrift, dass du da alles kaputt machen würdest. Und der Verdacht ging so über den Vater ein bisschen auf deine Stiefschwester. Das ist richtig, hast du eine Stiefschwester, ne? Eine neue. Mhm. Und die scheint da wohl so ein bisschen federführend gewesen zu sein und jetzt nicht die Eltern. Meinst du, das könnte... Sie ärgert mich halt immer und packt mich auch und schlägt mich deshalb auf die Flecke. Hat sie zugeschlagen? Warum hast du nichts gesagt der Mama? Weil die im Moment so glücklich ist mit ihrem neuen Freund. Und das wollte ich nicht kaputt machen. Okay. Und den Zettel, hast du den auch irgendwie aufgefunden? War der jetzt extra für dich geschrieben, oder? Ich habe den an meiner Zimmertür gefunden und da habe ich den in mein Tagebuch gemacht. Hm. Damit keiner findet. Und dann hast du deine Sachen gepackt und bist zu uns gekommen. Ja. Ist sie denn älter oder ja, bisschen älter? Ja, älter. Ja, älter. Okay. Ja, ich gebe die an 37 weiter. Dann ja, wenn das so der Wahrheit entspricht. Ne? Hast du gut gemacht. Sagen wir uns immer die Wahrheit, ne? Da können wir direkt mit arbeiten. Ah. Der 37 von 01. 1537 hört. Die Anja hat hier eingeräumt, dass es sich da wohl um ihre Stiefschwester handelt, die ihr diese Blessuren zugefügt hat. Die ist wohl eifersüchtig und will die Familie bzw. den Papa für sich allein haben. Und wie das so bei Patchwork Families ist, haben sie da ihren Streit oder ihrem Streit irgendwie Luft gemacht. Die Situation scheint also nicht gegen die Eltern zu gehen. Ja, haben wir aufgenommen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also Nadine ist hier bei der Nachbarin. Können also Sie jetzt gerne anrufen, dass sie mal rüberkommt. Das wäre super. Das ist eine gute Idee. Müssen wir nur nach unten. Dass es zwischen den Stiefschwestern Probleme geben könnte, hat das Paar bisher nicht bemerkt. Nach einem kurzen Telefonat ist die 12-Jährige innerhalb weniger Minuten zu Hause. Hanna Becker redet nicht lange um den heißen Brei herum. Ja, dann geh mal direkt durch. Hallo. Hallo, die Polizei ist da. Hast du diesen Zettel hier schon mal gesehen? Nein.
Ja, wir haben eben schon gehört, das ist deine Handschrift. Ja. Kannst du mir auch erklären, was der in Anjas Tagebuch macht? Nee. Nee, gar nicht. Mhm. Den hast du Anja nicht gegeben? Nö. Also, ich erzähl dir mal Folgendes. Die Anja, die sitzt jetzt bei uns an der Wache, die hat einen großen Koffer dabei und sagt, dass sie jetzt ins Heim möchte und dass sie auf gar keinen Fall wieder nach Hause will. Ja, ist doch nicht mein Problem, wenn sie ins Heim will. Naja, ne? Nadine, sag jetzt mal die Wahrheit. Das ist jetzt ernst, verstehst du? Das kannst du nicht einfach so machen. Das ist deine Handschrift, du hast es geschrieben, jetzt sag, was los ist. Nadine, ich hab gedacht, wir haben uns hier immer gut verstanden. Ich hab dir doch auch mal bei allem geholfen, wir haben auch viel zusammen unternommen. Und, was ist denn los mit dir? Ja, Anja passt einfach nicht in die Familie. Bitte? Ja, ich möchte eine Mutter und einen Vater nur für mich haben. Ich will keine Schwester. Bitte was? Wir sind alt. Wenn du Probleme hast, dann kannst du doch zu mir kommen und du kannst zu ihr kommen. Du hast jetzt zwei Elternteile, da kannst du das machen. Ja, aber Anja ist immer am Weg. Nein, sie ist nicht im Weg. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Und wenn irgendwas war, du kannst doch mit uns sprechen. Du hast doch vorher auch nur einen Papa gehabt, ne? Und keine Mama. Ich bin für dich genauso da wie für Anja. Und jetzt muss das Ganze geteilt werden. Aber wenn die Eltern das ganz gut hinkriegen, dann sollte das eigentlich gleichberechtigt sein. So, dass du die Hälfte der Liebe bekommst und dass Anja auch die Hälfte der Liebe bekommt, ne? Also wenn ein Kind ein Problem hat und es kann es nicht lösen, vergleicht das immer mit so einer Kaugummiblase. Es bläst sich auf und bläst sich auf, bis irgendwann zum großen Knall kommt. Das heißt, wenn ich hier als Kind gemobbt werde und ich versuche, meine eigenen Eltern da nicht mit zu belasten, ich sage, ach, da komme ich selber mit klar, aber ich rede mir das nur ein, ich schaffe es eigentlich gar nicht, dann hat man halt dieses Anhängsel, dass dieses Problem größer wird. Und das ist für die Seele eines Kindes nicht gut. 15 und 1 für 15, 37 kommen. Der hört dich, komm 37. Ja, die Nadine ist jetzt hergekommen, hat sich erklärt, es tut ihr auch leid. Und die Familie würde jetzt zusammen zur Wache kommen und die Anja da abholen. Ja, ich verstanden. Gut, dann. Gehen wir. Ja. Wollen Sie Handy mitnehmen? Ja, gerne. Gut. Danke. Bitte. Das Auto steht hier vorne. Wir treffen uns gleich an der Wache. Ja, genau. Bis gleich. Ende gut, alles gut. Hoffentlich klappt das jetzt bei denen, ne? Ich hoffe auch. So, Anja. Ich habe Neuigkeiten für dich. Also, die Kollegen haben jetzt mit Mama und Papa gesprochen, ne? Die haben auch mit deiner Stiefschwester gesprochen. Und die hat das auch zugegeben, als sie dir den Zettel geschrieben hat. Und wohl auch tatsächlich geschlagen hat. Ist jetzt auch ganz traurig, dass er das gemacht hat. Sieht das wohl, wie gesagt, ein, ne, dass das nicht richtig war. Und Mama und Stiefpapa sind jetzt gleich auf dem Weg oder sind gerade schon auf dem Weg, dich abzuholen. Was ist denn mit Nadine? Alles gut. Ja, die haben mit ihr gesprochen. Du brauchst auch keine Angst mehr davor zu haben. Ja, jetzt kommt erstmal die Mama, dann sprichst du mit ihr offen. Und dann, denke ich mal, kriegst du das Problem auch wieder in den Griff. Ne? Dann brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Die tut dir auf jeden Fall nichts mehr. Das glaube ich jetzt nicht. Aber wir reden ja gleich noch mal alle gemeinsam zusammen. Nach diesem Vorfall hat sich die Familie ausgesprochen. Eine Therapie soll helfen, dass sich die Stiefschwestern einander annähern.